Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Heinze, bin Künstlerin hier in Stadtbergen und das ist mein Atelier, also gerne reinkommen. Ich hatte mal, da war ich so, weiß ich nicht, im zweiten Schuljahr, konnte gerade lesen, in der Gemeindebücherei ein Buch über Van Gogh mir ausgeliehen und das hatte mich so beeindruckt. Aber es war eigentlich schon vorher. Also der Berufswunsch bestand lange und habe mich dann ganz kühn in Köln beworben und bin auch gleich genommen worden habe dann in Köln an der Hochschule für Kunst und Design studiert. Und zwar, was vielleicht heute sich ein bisschen komisch anhört, Malerei und klassische Gobelinweberei, weil mich das total fasziniert hat. Also von der Technik her ist Malerei, Zeichnung, Druckgrafik. Ein großer Ideengeber ist immer die Natur. So Kleinteile bei Pflanzen oder was sich ergibt. Jetzt ist es die Landschaft, weil ich ja 2015 hatte ich ein Stipendium in Bulgarien, ein Artist in Residence und dann 2016 eins in Finnland. Und wenn trotz Corona es dieses Jahr klappt, bin ich im Oktober, habe ich wieder so ein Stipendium für Finnland. Ich hatte da ja so ein Projekt gemacht, dass ich Dias gemacht habe und habe die dann zerschnitten, wieder neu zusammengeklebt, überzeichnet, übermalt. An diesen Dias, die also so eine Mischung aus sehr abstrakt sind und sehr realistisch. Und die sind so quasi der Anhaltspunkt für meine Malerei im Moment.